Es war herrlichstes Fußballwetter zum Muttertag in Elkershausen und die Partie SG Weinbachtal gegen die SG Niedershausen-Obershausen versprach schon im Vorfeld ein spannungsreiches Derby. Am 32. Spieltag der Kreisoberliga hatte der Spitzenreiter Niedershausen-Obershausen die Möglichkeit, den Sack zuzumachen, die Meisterschaft für sich auf sichere Beine zu stellen. Doch gerade in Elkershausen darf man nie die Rechnung ohne den Gastgeber machen, der schon so manchem Favoriten ein Bein gestellt hat. Niedershausen-Obershausen darf gerne als Meister aufsteigen, nur nicht bei uns in Weinbachtal, so ließ es Trainer Florian Betz verlauten. Der Liga-Primus musste in diesem Spiel auf den verletzten Spielertrainer Kamil Heblik verzichten, was den Druck sicherlich noch etwas erhöhte. Nächste Woche habe ich nochmal einen Termin Mittwoch beim Orthopäden, der eigentlich schon einen OP-Termin machen soll. Anscheinend ist Meniskus kaputt, Knorpelschaden und wenn es schlecht läuft, das Kreuzbandriss auch. Die 180 Zuschauer im Weinbachtal sahen von Beginn an ein kampfbetontes Spiel. Gleich in der ersten Spielminute bekam Torwart Steffen Huttatsch feindlichen Ballkontakt nach einem Freistoß von Marc-André Langer. In den ersten 10 Minuten des Spiels hatte die Heimmannschaft den größeren Spielanteil und war im 1 gegen 1 häufiger der Gewinner und so manches Mal blieb den Gästen nur die Notbremse. In der 6. Minute dann die erste Chance für die Favoriten. Robin Schaffertz mit einer Flanke auf David Fischer. Florian Klaner läuft sich frei, aber Fischer spielt auf den Zwillingsbruder Felix Klaner, der mit einem Hackentrick seinen Bewacher abschüttelt. Fischer hat freies Schussfeld, zieht ab, aber in zu starker Rückenlage drischt er den Ball weit über das Tor. Zum Nachteil unserer Hintertorkamera. Die Weinbachtaler wollten zu Hause nichts anbrennen lassen. Sentürk, Burger, doch Büchling steht im Abseits. Allmählich gewinnen die Gäste an Stärke. Nach Einwurf von Felix Klaner auf Kretschmann läuft Felix Klaner von links ein, bedient seinen Bruder Florian, doch der scheitert noch an Keeper André Höhne. Durch zu leichte Ballverluste der Niedershausen-Obershausener gelingt es den Weinbachtalern immer wieder gefährlich ins Spiel zu kommen, auch wenn der Liga-Primus in dieser Phase des Spiels deutlich mehr Schüsse auf Höhnels Kasten aufzuweisen hat. Becker. Singe. Kretschmann startet zu spät und verpasst seine Chance zum Führungstreffer um einen Schritt. Immer wieder ergeben sich gute Konterchancen für die Gastgeber, wie hier für André Burger und Marc-André Langer. Dennis Singe. Zu nachlässig und ungenau im Abspiel, für Marc-André Langer ein einfaches Spiel. Geschickt zieht Langer die Aufmerksamkeit von Dennis Singe auf sich und gibt so Tim Kratzeller freie Laufbahn. Allein gegen Keeper Steffen Huttatsch hat Kratzeller ein leichtes Spiel und versenkt das Runde sicher zum 1:0 im Netz. Gerade noch rechtzeitig zum Halbzeitpfiff konnten die Weinbachtaler mit einer 1:0-Führung entspannt in die Pause gehen. Wir haben auch gesagt, wir wollen noch Gas geben, die letzten Spiele, um einfach die Saison noch schöner zu machen. Ja. Und dann so ein Derby, da war es klar, hinten gut stehen, ja, dann über die Sechser, die Schnittstellen zu kommen. Und es ging auch ganz gut auf. Uns war es bewusst natürlich, wenn wir hier nach Elkerhausen fahren, gegen Weinbachtal spielen, dass es ein sehr zweikampfbetontes Spiel wird. Dass wir definitiv auch eine gute Mannschaft treffen, die natürlich 45 Punkte oder 42 Punkte geholt hat, die eigentlich vom Zweikampffall her und vom Fußballerischen auch höher stehen müssten. Ich habe meiner Mannschaft vor dem Spiel gesagt, wir müssen unsere Einstellung zeigen, wie den vorigen Spielen auch. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir hier einen Punkt holen, natürlich vielleicht ein Dreier. Sollten die Weinbachtaler wieder einmal ihrem Ruf gerecht werden und zum Stolperstein für den Ligabesten werden? Die Erstplatzierten wollten diese Schmach jedenfalls nicht auf sich sitzen lassen und kamen gestärkt aus der Halbzeitpause zurück.
Schaffertz steckt auf Florian Klaner durch. Becker und wieder Klaner. Der schickt den eingewechselten Nikolai von Heinitz, doch Keeper Hönel riecht den Braten und kommt sicher weit vors Tor. Die Weinbachtaler wollen ihrerseits ihre Führung mit einem weiteren Tor untermauern. Doch Tim Kratzeller gelang es in dieser Situation nicht, Keeper Hutasch zu überlisten. Die Gäste steckten nicht auf. Freistoß für Niedershausen-Obershausen. Robin Schaffertz führt aus. Ein langer Ball trifft bei Florian Klaner sein Ziel. Der steigt hoch, köpft den Ball geschickt in die lange Ecke zum 1:1 Ausgleich. Keine Chance für Torwart André Höhle. Doch die Gäste wollten mehr. Schließlich wollten sie frühzeitig ihren Aufstieg in trockene Tücher legen. Marvin Kretschmann mit 37 Treffern, der Torjäger, verfehlt von Heinitz. Der rettet die Situation und legt für Kretschmann auf. Der zieht ab in die kurze Ecke und verfehlt nur knapp das Tor. Die Weinbachtaler ließen sich nicht entmutigen und drängten auf den erneuten Führungstreffer. Lukas Weide holt sich hier die Kugel bei Florian Klaner ab, spielt zu Kratzeller. Kratzeller steckt durch zu Erdal Can. David Fischer kommt zu spät. Und so kann Can den erneuten Führungstreffer im Netz von Keeper Hutasch platzieren. 2:1 für die gastgebenden Weinbachtaler. Der Aufstieg in die Gruppenliga Wiesbaden verzögert sich nunmehr für die Niedershausen-Obershausener. Mit über 100 Treffern gehört ihre Offensive zwar zur besten in der Kreisliga, doch bei den Weinbachtalern beißen sie auf Granit. Freistoß von Robin Schaffertz mit einer Flanke zum Kopfball von Florian Klaner. André Hönel mit seiner sensationellen Parade verhindert Schlimmeres. Nachschussmöglichkeit von Nikolai von Heinitz, der wird aber von Orhun Sandtürk gestört. Doch Schiedsrichter Danny Erb aus Idstein lässt weiterlaufen. Dann der Konter über André Burger. Tim Kratzeller schickt Erdal Can, der aber im Abseits stand. Die Aufregung war nicht nur unter den 180 Zuschauern groß. Dennis Singe zog sich sogleich wegen Meckerns eine gelbe Karte zu. Marcel Becker gibt zurück auf Dennis Singe. Der bekommt Druck von Tim Kratzeller und spielt den Ball wieder zu Becker. Der eingewechselte Torben Staud ist noch frisch und er bringt Tim Kratzeller wieder ins Spiel. Sein Schuss aus spitzem Winkel erreicht aber nur den Pfosten und verfehlt das Tor äußerst knapp. Die Gäste drängten immer weiter auf den Ausgleich. Der Druck der besten Kreisliga-Offensive nahm deutlich zu und Keeper André Hönel hatte alle Hände voll zu tun. Das Spiel wurde nun zunehmend ruppiger und litt unter zahlreichen Unterbrechungen. Kurze Zeit später. Marcel Becker mit einer langen Flanke auf Felix Klaner. Kopfball zum eingewechselten Sebastian Steckenmesser. Der bedient Torschütze Marvin Kretschmann. Der trifft den Pfosten. David Fischer. Tor! Zum 2:2 Ausgleich. André Hönel war hier absolut chancenlos und hatte das Nachsehen. Der Aufstieg in die Gruppenliga Wiesbaden rückte nun wieder ein Stückchen näher und mit der letzten Aktion sollte dieser besiegelt werden. Moritz Zipp mit der Hacke auf Kapitän Jan-Niklas Ratschlag. Dann Robin Schaffertz, im Zentrum eilt Marcel Beck heran, bleibt unbehelligt, zieht ab und trifft den rechten Außenpfosten. Das hätte er sein können, der vorzeitige Aufstieg in die Gruppenliga. Doch so geht das Spiel mit einem gleichermaßen verdienten Unentschieden zu Ende. Bei mir steht Kamil Heblik, Trainer der SG Niedershausen-Obershausen. Kamil, 2:2 der Endstand. Wie ist dein Fazit zum Spiel? Am Ende bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt. Einige Konterchancen, die wir zugelassen haben, wo es sehr brenzlig gewesen ist natürlich uns gegenüber. Deswegen... So wie die Ergebnisse von den anderen Mannschaften gelaufen sind, bin ich sehr zufrieden mit dem Punkt hier. Genau, Frickhoffen nur unentschieden gespielt, zählt das geworden. Sprich, ihr habt 4 Punkte weiterhin Vorsprung. Nächste Woche Heimspiel gegen Dittkirchen, da wird das Ding klar gemacht? Ich würde es mir wünschen natürlich. Dittkirchen kommt natürlich auch nicht zu uns, um uns die 3 Punkte zu schenken. Aber wir werden natürlich auf Sieg spielen, um zu Hause hoffentlich toi 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 die Meisterschaft natürlich klar zu machen. Flo, dein Fazit zum Spiel? Ja, ich denke unterm Strich... Rechte Punkteteilung. Ich denke, Niedershausen hat mehr Ballbesitz gehabt. Dennoch haben die Konter relativ gut gesessen. Deshalb haben wir auch 1-0 zur guten Zeit geführt, kurz vor der Halbzeit. Niedershausen hat den Druck erhöht, 1-1 und in die Drangphase rein eigentlich noch 2-1 gemacht.
Und dass dann Niedershausen mal stärker wurde, war uns bewusst. 2-2, unterm Strich für beide Mannschaften, denke ich, in Ordnung. Und alles, was ein Derby braucht, hat es gehabt heute, denke ich. Du bist zufrieden mit der jungen Truppe, mit dieser Saison jetzt hier? Wenn du willst, wenn man so will, dein erstes richtiges Jahr bei der SG Weinbachtal als Trainer? Ja, definitiv. Ich meine, wir haben jetzt aktuell sportlich eigentlich 50 Punkte, können wir abzogen, 49 Punkte. Stehen auf dem 8. Tabellenplatz, haben doch vieles umgekrempelt im Sommer, haben viele Neuzugänge gehabt, junge Burschen, die aus der 2. hochgekommen sind dann, die wir hochgezogen haben, die sich voll integriert haben. Das Training läuft sehr, sehr gut ab und das merkt man auch im Spiel. Und ja, ich denke, das Spiel heute spiegelt sich am besten wieder. Ne? Ja, dann würde ich sagen, viel Glück noch für die 2 restlichen Spiele. Lass die Saison ordentlich ausklingen und ja, alles Gute. Danke dir. Dankeschön.